draußen heute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hoffens. Die Weisen. Jason mit dem goldenen Vlies. Er möchte uns was erzählen, denn er nennt uns Tomji. Zufällig ist das unser Name, also kann er uns damit nur meinen. Du da draußen heißt wahrscheinlich anders, aber ich. Wir sind ein Wir. Ich spiele das ja nicht alleine, ich spiele das mit euch zusammen. Na, ihr merkt das schon, oder? Einige von euch haben gefragt, jo, wie geht das hier mit dem Spiel? Keine Ahnung, spoilert mich bitte nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ne? Bei Instagram und bei YouTube. Ich möchte nicht wissen, was von irgendwas. Ihr seht, ich bin immer so weit, wie die Videos sind, tatsächlich. Normalerweise produziert man ja vor. Aber bei den Messenger Games bin ich immer nur so weit, wie die Videos auch tatsächlich sind. Deswegen. Psst, be quiet. So. Tomji. Du verfluchter Bastard! Du hattest das von Anfang an so geplant. Wie konnten wir dir nur vertrauen? Die Geschichten über deine Familie, über deinen Sohn. Alles gelogen. Oh, Paddy. Hey, jetzt komm mal runter. Ich hab das Leben riskiert, um ihn da rauszuholen. Als ich Stefan nicht erreichen konnte, sah ich keine andere Möglichkeit. Ich bin nach Haus, hab mir meine Waffe geholt und dann bin ich zurück, um die beiden zu befreien. Aber es war too late. Sie waren schon auf dem Weg zur Zelle, um ihn zu holen. Sie waren zu dritt. Ich hätte sie unmöglich alle überwältigen können. Du hast eine Waffe gehabt, Digga, hätte sie abgeknallt. Also musste ich improvisieren und bot ihm meine Haube an. Verdammt, und ich dachte wirklich, du hättest uns verraten. Wie sollte ich dir glauben? Neue Richtlinie. Alter, was kommt jetzt gerade alles für Nachrichten? Ich kann nicht verstehen, dass du ein bisschen skeptisch bist, aber ich brauchte, ist doch selbst kaum fertig, die Waffe auf Samu zu richten. Ich konnte leider nicht anders. Ich musste sicher gehen, dass wir nicht aufflogen. Ich hoffe nur, ich bekomme noch die Gelegenheit, mich bei ihm zu entschuldigen. Leider musste ich ihn zurücklassen. Ina sollte für die Opferung vorbereitet werden. Wir haben sie in den Nebenraum vom Zeremoniesaal gebracht. Einer der Männer ging los, um das Opfergewand zu holen. Sie waren also nur noch zu zweit. Ich muss die Gelegenheit nutzen und es kommt zu einem Fight. In dem Handgemenge löste sich ein Schuss aus meiner Rappung und traf einer der Männer in den Hals. Doch der andere schlug sie mir aus der Hand und ich musste ihn mit einem Kerzenleuchter erschlagen. Bist du verletzt? Oh, ein paar Blue Flags, aber not ernstes. Der Schuss wurde sicher gehört. Also sind ihn auch nicht abgehauen. So schnell wir konnten. Very fast. Wir sind nun in ein kleines Schuppen in der Nähe des Hotels. Aber wir werden nicht lange hier bleiben können. Sie werden uns searchen. Zwei tote Brüder, meine Waffe am Tatort. Damn, es ging alles so verdammt fast. How konnte ich nur so dumm sein und sie weglassen? Von nun an werde ich auch gejagt, Tomji. Aber was mit Samu? Ja, du hast dich für die beiden selbst in Lebensgefahr gebracht. Alter, ich sag mal nicht fast und quickly, ne? Ich wünsche nur, ich hätte Samu befreien können. I'm so sorry. But im Moment sehe ich keine andere Möglichkeit, um ihm zu helfen zu kommen. Ich muss unbedingt Stefan warnen. Wenn sie mich nicht finden, wird ihr Zorn gegen ihn gerichtet. Wo zum Teufel ist der Junge, Bros? Der wird geopfert jetzt. Teddybär, Teddybär, Teddy, Teddybär. Oh ja.
Wow, this was very crazy. Tomji, ich melde mich. But jetzt muss ich mich um meinen Sohn kümmern. Jason und das goldene Vlies. Wir erreichen soeben den Yachthafen. Sieht ziemlich verlassen aus. Oh, this is a crazy picture from my thumbnail. Okay, jetzt bin ich total irgendwie in diesen Slang-Drang. Weit und breit keine Menschen in Sicht. Dafür aber jede Menge Schiffe. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir nun tun sollen. Sollen wir zusammenbleiben oder uns aufteilen? Meinst du wirklich, ist es besser, wenn wir zusammenbleiben, Tomji? Ich denke schon, ne? Verdammt, ich wüsste jetzt nicht, was richtig und falsch ist. Diese wichtige Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ja, fick dich doch ins Knie, Wolf. Was kannst du mir schon abnehmen? Ja, es ist sicherer. Nein, du hattest recht. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ihr solltet euch lieber aufteilen. Ihr bleibt zusammen. Niemand geht alleine. Niemand wird zurückgelassen. Okay. Hoffentlich bereue ich das später nicht noch. Also. Wir sehen uns hier um. Und wenn wir meinen Vater nicht finden, machen wir uns auf den Weg zum Containerhafen. Ich mache mein Handy wieder aus und melde mich, wenn es etwas Neues gibt. Drück uns die Daumen, Tomji. Samu ist nun online. No, der schreibt das bestimmt gleich an. Neu. Samuel! Jason ist auf unserer Seite, Samu. Er und Ina konnten fliehen. Oh, sind Prüfungen vorbei, die lachen ja schon. Hui, Inka ist auf eine Prüfung. Aber, ich kann halt nicht verstehen. Ah, jetzt mal ein bisschen drehen, dass ich was sehen kann. Ob ich Inka sehe. Dann war das also alles inszeniert, um ihn zu befreien. Ach, Mensch Gott. Jetzt muss ich jetzt mal wieder. Dann hätten wir ihn beide und nicht getäuscht. Wo sind die beiden jetzt? Oh, Alter. Was war das? Scheiße, hätte ich jetzt gerne gewusst, ne? Sie verstecken sich in Nähe vom Hotel. Vorerst in Sicherheit. Sie sind noch im Dorf. Müssen aufpassen, dass man sie nicht findet. Vorerst in Sicherheit. Das machen wir. Vielleicht haben die Samu gedreht. Das weiß man ja nicht. Ich bin schon so ein Baiten froh, dass Ina in Ordnung ist. Wahrscheinlich werden die Schweine jetzt mich umbringen. Ach mein Gott, ich krieg jetzt diesen Jason-Slang nicht raus. Aber das ist mir auch schon egal. Hauptsache Ina ist in Sicherheit. Das ist mir auch schon egal. Nein, Samu, wir werden dich da schon irgendwie rausholen. Ja, sehen wir mal ehrlich, Tomji. Das müssen wir nur mal sehen. Kinder wird kommen und ich bin geliefert. Das war's. Offensichtlich steht dieses komische Teufelsdings ja kurz bevor. Und diese Verrückten ist eben soeben ihr Opfer abhandengekommen. Dann nehmen sie heute mich. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, was jetzt kommt. Sie werden meinen Arsch grillen, um mit dem Herrn und Meister im selbigen zu kriechen. Fuck. Nein, die werden den Arsch essen nur. Nur den Arsch, mehr nicht. Den Rest kannst du behalten. Ich hätte eigentlich noch vor, den Löffel abzugeben. Achso, den habe ich nicht vorgehabt. Doch, ich hätte noch ein paar Jahre mit mir. Gemeinsam. Ja, mit der Ina, ne? Aber das geht ja nun nicht mehr. Und diese Jahre werdet ihr haben, Samu. Egal, was jetzt passieren wird. Ina ist in Sicherheit. Deinetwegen. Und du darfst jetzt nicht die Hoffnung verlieren. Tja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, Tomji. Aber nun, sie stirbt. Ich werde nun sterben, ne?
Bring ihn in Sicherheit, Tomji. Ja, ich mag das schon. Und sag ihr, dass ich sie liebe. Ja, ich sag ihr, dass ich sie liebe. Aber das klar mag ich. Verdammt, wir haben ein Problem. Carla und Amber sollen ihre Handys ausschalten. Ei. Hey, ihr Tüdelmorse, mag das Handy aus. Ihr werdet... Tomji, Kind, sind Sie da? Nein, bist du da? Carla, mach sofort das Handy aus. Seid nicht mehr ganz dicht, oder was? Carla ist offline. Ja, geil doch. Verdammt, es sieht nicht gut aus. Ich hol dich dazu. Sehr schön. Dann scheinen Sie ja jedoch nicht so ein Flachpfeife zu sein, wie ich vermutet habe. Schießen Sie los. Achso, ich muss ein bisschen dunkler reden. Ich konnte soeben ein Signal im Yachthafen orten. Am Yachthafen? Muss man denn verdammt nochmal alles selber machen? Wieso zum Teufel sind Sie am Yachthafen? Dann wissen Sie nicht, dass wir vor uns im Containerhaufen festhalten. Red, Yellow. Haben Sie Leute in der Nähe vom Yachthafen? Ja, 5 Mann, etwa 10 Minuten entfernt. Jetzt haben Sie natürlich beide Handys aus, ne? Sie wissen, was zu tun ist. Und es gibt keine Zeugen. Und Sie sollen es verdammt nochmal wie ein Unfall aussehen lassen. Und White, behalten Sie das verfluchte Signal im Auge. Keine Fehler mehr. Ah, guck mal. Mrs. White. Oh, Herr Weiß. Hm? Sonst sage ich meinen Leuten, dass sie ihren Job machen sollen. Was soll das? Lassen Sie meine Familie raus. Sie haben nichts damit zu tun. Da kommen aber viele gerade raus aus der Prüfung. Und Nika ist nicht dabei. Oh, oh, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie verfluchter Wichser, achten Sie auf Ihre Worte. Das meine ich todernst. Das Wort Tod steckt da drin. Oh, eigentlich hätte ich ja noch 2 Minutes hier. Emma, Wolf könnte Gespräch abfangen. Sie halten deinen Vater am Containerhafen fest. Ihr müsst da abhauen. Sie haben euch geortet. Leute, bleibt mal ein bisschen entspannt. Oh! Es sind Leute von der Bruderschaft unterwegs zu euch. Lotte! Ey! Alter, Hunde immer, ne? Wenn man Hunde im Auto hat. So, Kinder, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Ihr seht schon, ich werde mit Nachrichten bombardiert und Lotte dreht auch total durch. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüssli Müsli.